Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute möchte ich ein Panorama aufnehmen. Das heißt, ich mache mehrere Fotos, die setze ich dann anschließend in Lightroom zusammen. Im Vordergrund habe ich zwei Bootshütten, hinter mir ein Steg und ich versuche jetzt wirklich hier 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bilder zu machen mit dem 35 mm Objektiv hochkant und setze es nachher in Lightroom zusammen. Und auf dem See sind sehr, sehr viele Segelboote zu sehen. So kann ich keine Langzeitbelichtung bei diesem Panorama machen, weil die Segelboote bewegen sich einfach zu sehr auf dem Wasser. Also wird es eine schnelle Belichtungszeit und jetzt würde ich sagen, go for it. Zu den Einstellungen, wie gehe ich es an, wie mache ich es? Super wichtig beim Panorama ist, dass das Stativ in der Wasserwaage steht, also in der Waage steht. Es muss absolut waagerecht stehen, weil wenn ihr hier jetzt nämlich dreht und mehrere Fotos hintereinander macht, muss der Kugelkopf exakt waagerecht sich drehen. Super, super wichtig. Das erste Bild mache ich hier von den Fischerhütten. Der Weißabgleich steht auch auf Sonic. Manuell ist alles fokussiert. Dann lasse ich jetzt 30% überlappen, mache das nächste Bild, Bild Nummer 2. Bild Nummer 3. Ja, und ich mache das recht zügig. Und hier ist nochmal der Check, bin ich wirklich in der Waage? Bild Nummer 4. Bild Nummer 5. Bild Nummer 6. Bild Nummer 7. Richtig dramatisch sieht es hier aus mit den Wolken. Bild Nummer 8. Und Bild Nummer 9. Und bleibe dann quasi hier auf dem Steg stehen mit dem letzten Bild. In Lightroom setze ich diese 9 Fotos zusammen. Ich habe sie importiert. Jetzt markiere ich alle 9 Bilder. Ich muss jetzt nur auf die rechte Maustaste klicken. Und dann steht jetzt da Zusammenfügen von Fotos in Panorama. Jetzt dauert es eine Zeit, bis er die 9 Fotos erkennt. Zack! Und hat er schon alle schön drin. Dann kann er sich jetzt hier aussuchen, ob das Ganze kugelförmig angezeigt wird, was dann auch leicht tonnenförmig wird, weil ich hier diese Wölbung drin habe, oder perspektivisch. Das, so wird es auf keinen Fall was, da sieht man diese riesen Verzerrung am Steg. Deswegen bleibe ich einfach auf zylindrisch. Gebe hier auch an, er soll das automatisch entwickeln und auch automatisch freistellen, weil an den Rändern bleibt hundertprozentig was übrig. Und wenn man dann auf Zusammenfügen klickt, kommt hier, wenn er hier oben mit der Erstellung fertig ist, das fertige Bild rechts daneben. Und dann kann man das Bild noch von der Helligkeit her ein bisschen anpassen. Ups, wo ist es geblieben? Hier ist es jetzt. Zack, so sieht es aus. Und ich würde das Ganze jetzt noch ein kleines bisschen heller gestalten. Und dann ist es das im Prinzip schon. Ja, hier vielleicht auch noch die Tiefen noch ein bisschen hochziehen. Das kann nicht schaden. Ja. Und so erstellt ihr ein Panorama. Quick and dirty, rucki zucki. Das war's von mir. Dankeschön. Wenn ich euch inspirieren kann, sowas nachzumachen, freut es mich natürlich. Von daher, wenn es euch getaugt hat, gebt mir ein Like fürs Video. Ansonsten sage ich Servus, euer Sigi. Heute wieder von meinem geliebten Ammersee. Goodbye.